Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, den Baal-Tempel in Palmyra wieder in Kork zu bauen. Also das bedeutet, den Zustand herzustellen, der bestand, bevor er von den IS-Milizen zerstört worden ist. Das ist keine Rekonstruktion. Kork deshalb, weil Kork sehr gut den Verfall wiedergeben kann, denn auch vor der Zerstörung war ja schon der Baal-Tempel eine Ruine, so wie wir sie kennen. Das kann ich in Kork sehr gut darstellen. Der Baal-Tempel selbst ist ja nicht mehr existent, es steht nur noch das Portal da. Ich bin dabei, gerade wieder aufzubauen, stelle das eben auch so weit ins Netz, dass man einen Wiederaufbau miterleben kann, also etwas Konstruktives erfahren kann. Wir haben hier die Basis des Tempels, etwas anders als wir normal Tempel kennen aus römischer Geschichte oder griechischer Geschichte. Ich habe hier angefangen, die Zellerwände schon mal im Baukastensystem vorzubereiten. Große Steinquader, teilweise bis 2 Meter hohe Steinquader im Sockelbereich, die dann letztlich so aufgebaut werden, dass sie auch wieder abgebaut werden können, um mehr Details nachher darzustellen. Das ist die Zellerwand der Nordseite mit den davor liegenden Pilastern. Wird dann auch später so eingesetzt. Ich baue das Gebäude eigentlich so auf, wie man es auch früher gemacht hat. Das ist das Portal, was man mittlerweile kennt aus vielen Berichten. Also das steht noch. Es ist einfach auf den Ruinen präsent. Wird etwas höher noch alles, aber letztlich ist der Rohbau fast vollendet. Es ist wichtig, dass man das, was passiert ist, erstmal nicht vergisst. Und zweitens, dass man sich erinnert an das, was gewesen ist. Es hat ja eine sehr, sehr große Symbolkraft, Palmyra sowieso und der Baal-Tempel insbesondere. Ist für mich wichtig, dass er eben gezeigt wird, dass er in einer Ausstellung zum Beispiel in einem Kontext stehen könnte, um auf die Bedingungen aufmerksam zu machen, die zurzeit bestehen, die bestanden haben und die bestehen werden. Also einen Blick in die Zukunft richten. Und eben kein Fingerzeig auf die Vergangenheit mit wehem Herzen schauen, sondern wirklich ein zukunftsorientiertes Projekt zu realisieren.